Verlassene Orte haben oft eine glamouröse Geschichte, die sie erst so spannend machen. Und die den Betrachter sprachlos machen kann, wenn er sieht, was aus einem einstigen Juwel geworden ist. Wie aus dieser Villa bei Kaiserslautern. Sie ist seit Jahren nicht bewohnt. Dabei ist sie so einzigartig. Wir nähern uns dem Gebäude auf offenem Gelände. Scheiben sind zerstört, normal bei leerstehenden Häusern. Das Dach ist seit 10 Jahren nur noch in Resten vorhanden. Reingehen sollte man auf keinen Fall in ein Haus, bei dem bereits Decken eingestürzt sind. Überhaupt dürfen fremde Gebäude nicht einfach betreten werden, ob ein Eigentümer bekannt ist oder nicht. Dieser bunkerähnliche Bau war Kunst. Er war das Landhaus des Emaillefabrikanten Max Gläser. Sein Stuttgarter Architekt hatte den besonderen Auftrag, ein Wohnhaus für die Familie zu errichten, das gleichzeitig auch als Gemäldegalerie dienen sollte. Als Geschäftsmann, der viel unterwegs ist, gehörte Gläser eine große Sammlung moderner Kunst. Sein Haus sollte schließlich auch dazu gehören. Die Villa besteht aus Rechtecken, hat Elemente des Bauhaus und des Art Deco. Doch keinem ist sie eindeutig zuzuordnen. Sie ist einzigartig in der Region und nicht typisch für ihre Zeit. 1928 wurde mit dem Bau begonnen. Sie war überaus luxuriös ausgestattet, hat im Garten einen Schwimmteich. Die Fenster wurden an den Hausecken durch Klinkersteine zusätzlich betont. Ein Element, das man im Bauhausstil öfter findet. Die Tür ist zu, doch hier waren schon viele drin. Urbexer nennen sich die Leute, die es als Hobby haben, regelmäßig verlassene Orte zu besuchen. Sie geben niemals Adressen raus aus Angst, dass die besonderen Gebäude zerstört oder beschmiert werden. Doch dieser verlassene Ort ist in Kaiserslautern nicht unbekannt. Entsprechend wurde auch schon einiges beschädigt. Rollläden sind noch da und im Keller stehen einzelne Möbel. Zu benutzen ist nichts mehr davon, denn der starke Einfluss von Wasser zerstört alles mit der Zeit. Zumindest gibt es Erinnerungen an das neue Bauen vor fast 100 Jahren, das komplett aus der damaligen Zeit zu fallen scheint.